ihr Lieben, hier sind wir im Kassel Backstage bei der Dees Family and Friends Tour. Wir sind wahnsinnig aufgeregt, weil wir lieben, was wir tun und es macht uns so einen Spaß. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen, wie das so Backstage ist. Komm mit mir. Okay, was haben wir denn Backstage? Wir haben Chibo, Kaffeetaschen, mal bei ich ja noch nie. Dann haben wir Nick Wilson, direkt aus LA, immer sehr, sehr cool. Und was tut er? Er trinkt... What are you drinking? Water, just water. Wow, vorbildlich. Dann haben wir unser neues Pferd im Stall, die India. Und sie ist ja auch irgendwie direkt aus LA und Australien und aus London. Ich kann das fast nicht alles zusammenfassen, das ist absolut irre. Sie ist nur 17 Jahre und wir werden viel von India sehen. Also schön India Namen merken und man weiß ja noch nie, was passiert. Ne? Kann ja sein, dass sie zu euch direkt in eurer Stadt irgendwann kommt. You never know. Dann haben wir unsere tolle Latino Queen Gabriela aus dem Hotband, dass sie kann tanzen. Meine Güte, wenn ich so tanzen könnte. Ich habe leider zwei linke Füße, das wissen die meisten da draußen. Deswegen mit meinem guten Deutsch moderiere ich halt. Na, das ist dann besser. Zeig mal deinen Storchtanz. Was? Zeig mal deinen Storchtanz. Mein Storch? Ja. Also, was? In the backstage scoop on that. Ja. I'll show now this backstage dance is called the Storch. Und ich habe den Storch gemacht. Das ist, ihr müsst den unbedingt lernen. Und das ist der Move. Wollt ihr mitmachen? This is my favorite. Okay. Es fordert ganz viel Mut, liebe Kinder, nicht alleine machen zu Hause. Ja, immer euer Eltern erstmal fragen, ob es okay ist, weil dieses Move ist schon etwas anders. Arme kurz. Okay, wir wollen das ja natürlich zeitlich machen, ne? Dass wir sehen. Und dann geht es darum, den Bein ganz weit nach oben bringen und kommt so ein bisschen von dem Stork. Und man kann sich verletzen dabei, weil man hat nicht so richtig Körperspannung. Das darf nämlich nicht dabei sein. Ne? Das muss alles so ein bisschen crazy sein. Und da ist I'm so nervous. I'm so nervous. Yeah, because it's stork, right? Yeah. This move? It's gonna make me nervous. Happy mommy. Happy mommy. Yeah, now happy mommy. Und da geht es darum, wirklich mal die Beine ganz locker zu lassen. Und auch die Hüfte, also nichts, keine Körperspannung. Und dann muss man erstmal, ich habe den früher der Baum genannt, aber dann wurde ich Mutti und dann habe ich gedacht, an alle die Muttis da draußen, das hier gibt so einen höheren Energie aus Freude. Ich habe das runterkanalisiert von Mut oder hochkanalisiert von Mutter Erde, so sagen wir das. Nennt sich Happy Mommy. Okay, Ladies, ready? Yeah. Do you want to do the Happy Mommy as well? No, just watch the Ladies. Okay, watch the Ladies, okay. Let the head fall. Let the head fall. Ah. Oh yeah, that's good. That's the happy mommy. Ja, also so sieht's aus hier backstage bei den Mädels und gleich werden wir erfahren, wenn Detlef und Kenny und Dennis da sind, wie das so abgeht mit den Männern, yo. Ihr fragt euch, was machen die denn backstage? Essen sie nur? Reden sie nur? Quatschen sie nur? Gucken sie nur Internet? Nee. Hochmotivierte Tänzer und Fitnessguru am Start im Kassel. Nach London zu fliegen, der 5. Dezember und die Black Eyed Peas, schwierige Name eigentlich, also das Band kennenzulernen, ja. Also und das machen wir ja jetzt gleich, wieder entspannen sie sich nicht, sie sind nur am Ackern und was mache ich? Ich mache alles richtig durch. Oh, Ehrgeiz ist bestimmt Alarm, oh ja. Los geht's. Die Klappe macht man da. Ja, da gibt's ja zwei Klappen. Okay, passt auf. Warte. Pass auf, ganz entspannt und easy. Fangt ihr an. Es geht los mit 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6,
7 and 8. Dann macht ihr weiter. Passt auf. Hand geht raus, Fußspitzen gehen nach außen. Oh nein. Entschuldigung, Entschuldigung. Detlef ist manchmal nicht immer mega gelaunt. Jetzt ist er ein bisschen auf Stefan gucken. Ja, kann ich verstehen, aber ich hab sofort. Stefan kommt mit dieser blöden Kamera nicht klar. Wir wollen gerade das Video aufnehmen für My Video und Universal, hier Black Eyed Peas, The Time. Ja, haben die Choreo gemacht, jetzt wollen wir sie aufnehmen. Stefan soll nur auf Aufnahme drücken und piept hier hin und her, kriegt aber nichts auf Reihe, gar nichts. Und deswegen dachte ich mir, um den Druck ein bisschen zu erhöhen, stelle ich mich mal ein bisschen dichter ran bei ihm. Stefan, kommst du vorwärts? Ja. Mhm. Das ist ja wohl schon mal ein Bild von mir, was nicht so schlecht aussieht. Da bin ich ja schon wieder mal wieder netter drauf. Das bin ich nicht, weil wir zu sagen, ich bin im Tunnel. Mhm, ich gehe jetzt zurück und dann würde ich dich bitten, auf Play zu drücken. Rekord ist besser, glaube ich. Rekord. Du machst einen Rekord. Hast zu dicke Finger, oder? Für Touchscreen. Love is in the air. Everywhere. Kannst du noch ein bisschen länger machen, Kate, bitte? Hey Stefan, jetzt reicht's hier langsam. Du musst doch vorbereitet sein. Wir sind so lieb und von hier in der Dance Dance Community. Es ist absoluter Wahnsinn. Oh, Stefan. That I can. Tonight.
ich habe gerade hier performt in Kassel zwei Songs und die Zuschauer waren einfach fantastisch. Ich danke euch von Herzen. Es hat viel Spaß mit euch gemacht und ich freue mich auf nächste Woche. Da sind wir natürlich in deiner Nähe. Checkt it out on dieswelt.de, ne? Und da steht hinter mir und macht mal alle möglichen Zicker! Checkt it out, wa? Also, schönen Gruß von Nao Mol. Nein, das muss genauso rauf, pass auf. Jetzt normalerweise würden wir das jetzt zurückspüren, würden es normal machen. Aber weil ihr unsere Fans seid und wir einfach auch nur Menschen seid, das sind, ist mein Bestes, lassen wir das genauso drauf. Ja? Guck mal, Kate ist eine wunderbare Sängerin, aber mit dem Sprechen ist halt nichts. Es kann ich nicht, ohne Scheiß. Manchmal, wenn ich dann aufgeregt bin, ich kann, Deutsch ist ja sowieso schwer für mich, aber dann kann ich gar nicht reden. Auch nach dem Singen, dann probiere ich immer zu sagen, Dankeschön, vielen, vielen Dank und so, irgendwas mehr. Und das irgendwas mehr soll ich einfach lassen, richtig, weil das kommt nicht raus. Das wird so... Und dann denke ich, okay, super, danke. Check it out. Also, vielen Dank für euren Applaus. Wenn du das kannst.